Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts, trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Ja, hallo zusammen zu einem weiteren Video von mir. Es geht mal wieder um Watte. Und zwar diese hier. Die Angry Rabbit Watte von Yume. Die habe ich zur Review bekommen. Und da will ich mal drüber reden, was so meine Erfahrungen damit waren. Also es handelt sich dabei um eine Watte, die hier so als aufgerollte Schnecke kommt. Wo auch die einzelnen Schichten schön auseinander fusselbar sind und die halt für Verdampfer gedacht ist, zumindest so beworben wird. Was unterscheidet diese Watte jetzt von diesen zigtausend anderen Watten, die wir jetzt zumindest gefühlt am Markt haben? Wir haben von einfacher Drogerie-Watte über, was es da nicht alles gibt, Muji, Fiberfreaks, man hat das Gefühl, alle 2,5 Tage kommt irgendwie eine neue Watte raus. Um euch das mal ein bisschen zu erklären, wo da die Besonderheit ist, müssen wir mal ein bisschen zurückgehen, und zwar zu der Zeit, wo es noch keine Watte gab. Keine Watte gab, das klingt jetzt falsch. Watte gab schon sehr viel länger als das, aber wo man noch nicht mit Watte seine Selbstwickler gedampft hat. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch temporal richtig ausgedrückt. Bevor die Selbstwickler mit Watte gewickelt haben, haben sie mit Faser gewickelt. Ja, also Schnüre. Das wirkt jetzt für die Leute, die erst mit Watte eingestiegen sind, mal eine kleine Bewegung zurück. Ja, also das hier ist jetzt zum Beispiel einer dieser Fasern, die man damals genommen hat. Angefangen hat das Ganze mit Glasfaserschnur, dann gab es die Ortmann-Schnur. Da gab es schon viele verschiedene Experimente mit verschiedenen Fasern. Das Ganze ist so ziemlich gemündet, also die letzte Faser, die wirklich rauskam, die dann nochmal massiv am Markt war, war die Silikafaser, die ich jetzt hier habe. Was war der Vorteil der Silikafaser gegenüber den anderen Fasern? Ganz einfach, diese Faser ist extrem temperaturstabil. Das werde ich euch auch gleich mal vorführen. Die anderen Fasern waren auch recht temperaturstabil, einfach davon, dass sie halt relativ massiv sind. Das hilft schon dabei, wenn irgendwie Hitze auf etwas einwirkt. Problem bei Glasfaser war aber zum Beispiel auch Ortmann zum Beispiel, wenn die richtig, richtig heiß wurden, also so ein dauerhafter Dryburn, oder wenn die richtig glühte, dann verglasten die, sprich die einzelnen Fasern schmolzen zusammen und ja, man hatte sozusagen einen massiven Glasblock in der Wendel stecken, der natürlich überhaupt kein Liquid mehr fördern konnte. Und das war das Problem. Das endete dann mit der Silikafaser. Das ist übrigens so ein Nähgarn. Das wird auch für so feuerfeste Kleidung wie für Schutzanzüge bei der Feuerwehr und sowas verwendet. Und ich zeige euch einfach mal kurz für all jene, die damals noch nicht selbst gewickelt haben oder sowas, die das komplett verpasst haben, wie man seinerzeit gewickelt hat. Ich hoffe, ich bekomme das noch hin. Das habe ich
auch schon länger nicht mehr gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich habe zwar noch den Typhoon GS1, den entwickle ich häufiger mit Schnur, aber eben habe ich auch schon eine ganze Zeit nicht mehr gewickelt. So, und zwar hat man es damals so, man hat einfach so ein Stück Faden genommen, ja, das sind so irgendwo zwischen 10 und 15 Zentimeter und hat den erstmal so oft man wollte gelegt. Ich habe das meistens vierfach gemacht. Wer wollte, konnte dann noch sozusagen darauf eine Nadel legen, um das Ganze zu stabilisieren. Ich habe es meistens ohne Nadel gemacht, was man damals übrigens immer generell als Wickelhilfe bezeichnet hat. Dann haben wir den Draht genommen, mit einem Finger festgehalten und angefangen dann von Hand um die Faser zu wickeln. So wie man wollte. Er hat dann auch schon die Windungen gezählt. Hier noch einmal stramm ziehen. Wer jetzt hier eine Wickelhilfe drin hätte, der würde sie sozusagen jetzt rausziehen. Und so sah das dann in etwa aus. Ja, man hat dann natürlich die Seiten hier ein bisschen getrimmt, dass das dann auch in Verdampfer passte. Ja, und dann hat man die Ohren irgendwo dann, ja, meistens nach unten irgendwo auf die Liquid-Wege gelegt oder sowas. So sahen damals klassische Selbstwickler-Wicklungen aus. Da kann man auch heute noch mit vielen Verdampfern verwenden, also viele Tröpfler könnte man hier genauso gut jetzt damit laufen lassen. Tankverdampfer ist ein bisschen schwierig, weil die mittlerweile diese ja, Liquid-Schächte haben, wo man genau rein muss und die man am besten auch vollkommen ausfüllt. Ja, da ist natürlich Watte ein bisschen anpassungsfähiger als diese ja, Faserstrünke. Deswegen also nur einmal so kurz die Entwicklung, was vor der Watte war sozusagen. Ja, und dann kam halt die Nummer mit der Watte. Die Leute haben angefangen mit Watte selber zu wickeln. Und das hatte natürlich seine Vorteile. Wie gesagt, wir haben ein anpassungsfähiges Füllmaterial. Das hat häufig auch eine sehr viel größere Saugkraft. Man kann mehr Flüssigkeit in den Verdampfer bringen, was natürlich ein ganz großer Vorteil ist. Wenn man eine Zeit lang gedampft hat und die Watte wird halt irgendwann bräunlich, unansehnlich, dann konnte man oder kann man einfach die Watte rausziehen. Das geht hier nicht. Ja? Durch diese Art, das Ding zu wickeln, ist der Faden fest drin. Ist bei der Silikaschnur eigentlich auch kein Problem, weil man hier einfach komplett einen Dryburn drüber machen kann. Ja, also man kann einfach die Wände sauber glühen und die Silikafaser verändert sich nicht. Aber natürlich ist das dann auch wieder so eine Frage mit Geschmackswechsel und so weiter und so fort. Also die Leute fanden Watte einfach praktischer und sind dann umgestiegen. Ich habe lange Zeit noch lieber Faser gewickelt, bis ich dann halt auch irgendwann so im Alltag auf Watte umgestiegen bin. Aber einen großen Nachteil hat die Watte. Sie ist bei weitem nicht so temperaturstabil wie die Faser. Und das kann ich einmal kurz zeigen. Mit einem kleinen Flammenwerfer, ich meine Lötlampe. Wir wollen ja nicht ganz übertreiben. Ich hoffe, man hört mich noch über das Ding. Aber wenn ich jetzt hier die Silikafaser reinhalte. Füllt ihn ein bisschen auf. Aber es passiert gar nichts. Ja? Die verändert sich nicht, die verglast nicht, die. Ja, könnte man jetzt so weiter dampfen. Im Vergleich dazu jetzt mal etwas DM Kosmetikwatte. Weg ist sie. Ja. Wir sehen also deutlich, dass das ein Problem sein kann, da wir ja auch bei den Verdampfern mittlerweile heute locker an die 300 Grad erreichen können, gerade wenn der Verdampfer trocken wird. Ja, dann brennt die Watte weg. Und ja, ist halt blöd, vor allen Dingen, wenn einem das irgendwie unterwegs passiert.
jetzt schickt sich Angry Rabbit an, diese Lücke, was die Temperaturstabilität angeht, zwischen der klassischen Watte und der Faser zu schließen. Das bedeutet, sie haben eine Watte gemacht, die verglichen mit anderen Watten temperaturstabiler sein soll. Das äußert sich folgendermaßen. Ich tue mal jetzt ein Stück da rein davon. Ja, alte Watte raus. Und etwas Fisher Angry Rabbit Watte da rein. Lässt sich also ganz wunderbar abtrennen, durch den Verdampfer ziehen. Wie ja, jede gute Dampferwatte. So. Stopft das ein bisschen runter. So. So ist das jetzt frisch gewickelt. Das ist jetzt noch nicht temperaturstabil. Also wenn ich das jetzt dry burne, passiert genau das, was mit allen anderen Watten auch passiert. Sie verkohlt in der Wicklung. Ja, hier unter dem Draht ist alles weggebrannt. Hier ist alles komplett schwarz. Und es stinkt auch bestialisch nach verbrannter Watte. Ja, also ganz so temperaturstabil wie die Faser ist noch nicht. Aber jetzt das große Aber. Hier nochmal ein Zupfen da raus. Sie ist schon sehr viel temperaturstabiler als manch andere Watte. Eben kurz nochmal neu füllen. Hätte ich mir vorhin so viel Mühe gegeben mit dem Runterdrücken. Naja, egal. Einmal links, einmal rechts. So, und jetzt würde ja wahrscheinlich keiner, der ganz bei Trost ist, auf die Idee kommen, jetzt hier zu feuern. Ne? Weil er ja oder sie weiß, dass es trocken ist alles. Wir feuchten das Ganze mal wie üblich an. Kann sehen, die Watte zieht unglaublich Liquid wieder. Also das ist auf jeden Fall eine sehr saugfähige Watte. Ich denke, ich werde auch mal irgendwann ein Video machen, wo ich einfach mal mehrere Watten miteinander vergleiche und das dann möglichst versuche auch objektiv zu machen. Sprich, wir machen mal so einen objektiven Saugfähigkeitstest und dann werde ich auch diese Watte dazu packen. Aber wie gesagt, wir können hier richtig viel Liquid speichern, wie wir es von guten Watten gewohnt sind. So. Kommt das hier mal drauf. Ja, wir können dampfen. Was dabei uns auch auffällt, die Watte hat direkt vom Start weg überhaupt keinen Eigengeschmack. Hab direkt den klaren unverfälschten Liquid-Geschmack. Gerade bei der Muji-Watte hatte ich immer so das Gefühl, ich schmecke noch irgendwas, was so ein bisschen nach Textil schmeckt oder sowas, keine Ahnung. Hier habe ich so gut wie gar nichts an Eigengeschmack. Das hier ist auch kein besonders aromatisches Liquid, das ist einfach ein relativ altes Popcorn-Liquid von mir.
das sehr schwach aromatisiert ist. Ja, also dementsprechend würde ich sofort Nebennoten schmecken. Ist hier so gar nicht. So, jetzt merke ich immer ein bisschen, dass es trocken wird. Normalerweise ist das dann bei den Leuten, die sich mit Wattewicklungen beschäftigt haben, das Zeichen, oh, jetzt muss ich schnell mal langsam nachtröpfeln oder ja, sehen, dass der Nachfluss stimmt im Tank, damit die Watte nicht trocken wird, damit mir eben nicht das passiert, was ich eben mit der trockenen Watte vorgeführt habe, dass sie mir verbrennt. Aber jetzt hier hingeht und mal theoretisch exzessiv weiter dampft. Ja, dampfen noch ein bisschen mehr. Die Watte verliert immer mehr Liquid, wird immer trockener. Ab hier würde keiner mehr dampfen, weil jetzt fängt schon langsam an, die Wendel zu glühen. Aber wir drücken mal weiter drauf. Wir haben hier jetzt so einen kleinen Flächenbrand. Aber wo die Watte vorher komplett weggebrannt ist, haben wir hier nur so minimale Spuren von, ja, so ein bisschen angebräunt ist sie. So, hier, die Watte ist immer noch zusammenhängend, unter dem Draht ist nichts weggeschmolzen, die Watte ist nicht in sich zusammengefallen. Wir können einfach wieder Liquid draufgeben, so wie es ist. Und weiter dampfen. Schmeckt nicht ein bisschen kokelig. Kein Problem. Und das auch noch Schöne daran ist, den Trick kann ich nicht nur einmal machen, kann ich sogar nochmal machen. Hier blüht schon wieder die Wendel. Hier haben wir wieder ein kleines Taschenfeuer. Ja, also wenn euch irgendwann mal ein Raucher um Feuer bittet, könnt ihr den mit eurer Watte geben. Ohne Schwierigkeiten. Ja. Auch hier immer noch nichts zusammengefallen rundherum. Auch unter dem Draht durfte nichts verbrannt sein. Ja, nix. Und wir kippen wieder das Liquid drüber. So. Und Feuer frei. Bei anderen Watten hat man dann häufig so einen, die einmal wirklich trocken gedampft wurde. Ja, und man es da übertrieben hat, wenigstens einen verbrannten Nebengeschmack. Liegt häufig dran, dass die Watte direkt am Draht schon verbrannt wurde. Wir haben eine Distanz zwischen Watte und Draht. Der Draht wird nicht mehr richtig gekühlt und ja, gibt einfach so ein ekliges, verbranntes Aroma ab. Auch in der Watte ist dann Asche, die mitschmeckt. Hier überhaupt nicht.
Laut Yume kann man das dreimal bis zu 20 Sekunden komplett im trockenen Zustand, also nachdem man es einmal angefeuchtet hat, komplett durchdryburnen, ohne Schwierigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob die 20 Sekunden stimmen. Ich habe da nicht mit der Stoppuhr neben gesessen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es funktioniert schon recht gut. Wie gesagt, es ist noch nicht Silikafaser von der Stabilität her, aber es ist eine gute Brücke dahin. Und dementsprechend sehe ich diese Watte vor allen Dingen gut für all die Leute, die aus welchem Grund auch immer schon mal in das Risiko laufen, ihren Verdampfer trocken zu dampfen. Das kann sein, dass man vielleicht einen neuen Verdampfer hat, mit dem man noch nicht ganz so firm ist in der Bedienung. Oder man hat einen Tröpfler und ist da noch nicht so ganz in der Bedienung drin. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Frau hat es schon mal häufiger hingekriegt, meine Tröpfler trocken zu dampfen, bis sie wirklich kokeln, weil sie halt Tankverdampfer gewöhnt ist. Ja, und da hätte sie auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit einem Tröpfler mal zu üben, der ihr dann diese Fehler verzeiht. Leute, die diese Probleme nicht haben, werden sich halt einfach darüber freuen, dass man halt eine vernünftig arbeitende Watte hat, die auf jeden Fall, wie gesagt, keinen Eigengeschmack liefert und wo, klar, es immer mal wieder passieren kann, dass man unabsichtlich vielleicht mal auf den Feuertaster kommt oder was, wenn das Ding in der Hosentasche steckt, wenn man gerade mal nicht die Lockfunktion eingeschaltet hat. Da ist wirklich ein Produkt, was sich zumindest für mich recht positiv anfühlt. Wie gesagt, ich werde einfach mal in irgendeinem weiteren Video mal einen direkten Vergleich zwischen all den ganzen Watten ziehen. Da wird dann wirklich dann mal Saugfähigkeit, Geschmack, Temperaturstabilität und so weiter einfach mal direkt nebeneinander gestellt, damit wir da wirklich auch mal einen objektiven Vergleich haben. Aber jetzt nur auf diese Watte hier bezogen, würde ich mal sagen, dass das schon ein vernünftiges Produkt ist. Ja, also ich habe noch keine Fehler dran gefunden. Preis von der Watte ist auch fair. So ein Päckchen $5 habe ich gesehen. Halte ich jetzt auch nicht für so übertrieben. Ja, also da habe ich schon höhere Preise für Watte gesehen. Im Dampferkosmos. Drücken wir es mal einfach so aus. Jetzt ist es so, dass ich nicht nur eines dieser Pakete hier habe. Ich habe ein paar mehr. Das sieht dann ungefähr so aus. Und ich möchte einigen von euch die Gelegenheit geben, das auch mal auszuprobieren, damit ihr euch selber eine Meinung bilden könnt. Und da dies Watte ist und nicht irgendein Liquid oder ein Verdampfer oder sowas, gehe ich auch davon aus, dass hier eine Verlosung in Ordnung geht. Dementsprechend, altes Prozedere. Ihr postet mir bitte den Spruch, ich will es, unten in die Kommentare. Und ich wähle 15 Leute aus, die dann ein Päckchen von mir zugeschickt bekommen. Das finde ich, könnte man wieder mal machen. Dann war es das zum Thema AgroRabbit Watte. Wie gesagt, ich bin gespannt drauf, wenn ich die mal direkt mit anderen Watten direkt hintereinander vergleiche, wie die so abschneiden. Und können wir ja auch mal in den Kommentaren posten, ob ihr euch mal auf so ein Video freuen würdet oder ihr meint, brauche ich nicht, ich weiß schon, mit was ich meine Verdampfer stopfe und da werde ich auch nicht von abrücken. Ja, aber ich finde das mal interessant, weil wir haben ständig neue Watten
auf dem Markt. Da könnte man ja mal so ein paar einfach mal direkt objektiv nebeneinander vergleichen. Ja, dann freue ich mich auf rege Teilnahme für die Verlosung und danke euch, wie immer, für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem, geschüttelt uns ein Gaskerwind, weiter nichts trotz alledem.